ziemlich ähnlich. Ich hoffe, die anderen glauben es auch. Wo ist Kitty? Sie ist schon seit 2 Stunden in ihrem Zimmer. Sie führt irgendwas im Schilde. Ich habe gehört, dass sie über mich redet. Endlich! Wir haben auf dich gewartet. Setz dich doch. Also, was gibt es zum Essen? Käsesuppe und Salat. Leo hat alles selbst gekocht. Leo, wow. Und was für ein Salat? Ist der mit Knoblauch? Ja, Knoblauch ist auch drin. Hey Kid, komm mir bloß nicht damit. Kitty, stell dich nicht so an. Der Salat ist lecker. Ich esse einfach keinen Knoblauch. Warum? Bist du allergisch? Nein, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist ein Geheimnis. Und ich habe eine Idee. Lass uns doch ein Picknick machen. Ganz genau, los geht's. Nein, ich kann nicht in die Sonne gehen. Aber es ist doch gar nicht so heiß. Nein, die Sonne kann mich töten. Kitty, was trägst du da am Hals? Oh, nichts. Achte nicht darauf. Aha, Kitty hat eine Menge Vampirfilme gesehen und verhält sich jetzt wie ein Vampir. Das ist ein echter Biss. Dein Biss ist fast weggewischt. Lacht nur. Aber ich werde bald wirklich ein Vampir sein. Du bist also noch kein Vampir und isst schon jetzt keinen Knoblauch? Ich bereite mich vor. Vergiss all deine Vampirgeschichten. Lass uns im Pool schwimmen gehen. Ja. Nein. Heute ist ein verheißungsvoller Tag, um ein Vampir zu werden. Und wie willst du einer werden? Ich frag mich das nur. Wartet hier. Setzt euch hin. Jetzt erzähle ich euch alles und zeige es euch. Ich habe eine Reihe von Möglichkeiten und eine davon wird definitiv funktionieren. Kitty, es gibt keine Vampire. Hast du jemals einen gesehen? Ich habe noch nie einen gesehen. Ihr seid dumm. Vampire gehen nur nachts raus und sie verwandeln sich unter anderem in Fledermäuse. Ich habe gestern eine Fledermaus gesehen. Meinst du, das war ein Vampir? Alles ist möglich. Jetzt habe ich Angst. Amelie, sag mir nicht, dass du das auch noch glaubst. Und wie beweist ihr, dass es keine Vampire gibt? Kitty hat recht. Hier, Amelie. Willst du auch ein Vampir werden? Nicht so sehr. Ich bin sicher, dass du keinen Erfolg haben wirst. Wir werden sehen. Also, wie hast du das denn jetzt vor? Sag's mir. Also, fangen wir an. Das hier ist echtes Vampirblut. Wenn ich es trinke, wachsen mir sofort Reißzähne. Vampirblut? Ist dieser Vampir noch am Leben? Ich glaube schon. Vampire regenerieren ihr Blut schnell. Woher hast du das überhaupt? In der Nähe gibt es einen Zauberladen. Einen Zauberladen? Ja, sie verkaufen alle Arten von Kräutern und Tarotkarten. Dort habe ich auch das Blut gekauft. Du willst das trinken? Das ist doch bestimmt giftig. Der Verkäufer sagte, dass dies das Blut eines echten Erbvampirs ist. Wirklich? Heißt dein Vampir zufälligerweise Senior Tomate? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube schon. Es ist nämlich Tomatensaft, kein Blut. Das kann nicht sein. Vielleicht mögen sie Tomaten. Kitty, sieh es ein. Du wurdest reingelegt. Nun, ich werde zu diesem Laden gehen und ihnen alles darüber erzählen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Hier. Ich habe es aufgeschrieben. Die nächste Methode ist ein magisches Ritual. Das ist bestimmt interessant. Ich muss 4 Elemente kombinieren, um die Vampirseele in mir zu erwecken. Was sollen wir tun? Können wir dir helfen? Wir? Mhm. Wir brauchen also Erde, Wasser, Feuer und Luft. Die Straße ist voll davon. Ich kann nicht nach draußen gehen, sonst verbrenne ich in der Sonne. Bist du sicher, dass du ein Vampir werden willst? Das bringt keine Vorteile mit sich. Keine Sonne, kein Knoblauch. Aber Vampire leben ewig und es gibt eine Menge cooler Fernsehsendungen über sie. Habt ihr Twilight gesehen? Ja, aber ich will kein Vampir werden wollen. Ich auch nicht. Und ich werde euch nicht zwingen. Helft mir lieber, ein Vampir zu werden. Du brauchst also Feuer, Erde, Luft und Wasser. Eine Sekunde. Hier ist das Wasser. Wir können eine Kerze anzünden und wir haben das Feuer. Und Erde und Luft? Hier ist Erde. Und Luft gibt es sowieso überall. Das ist nicht genug. Nein, geh den Ventilator holen.
Also Leo, mach Wind. Und Amelie wird den Zauberspruch aufsagen. Geister der Erde, des Wassers, des Feuers und des Windes, ich rufe euch. Macht einen Vampir aus dieser Sterblichen. Und klappt es? Mach stärker. Wir haben alles richtig gemacht. Bist du schon ein Vampir? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir warten. Lasst uns warten. Spürst du etwas? Wachsen dir schon Reißzähne? Nein. Willst du mich beißen? Nicht zu sehr. Klar, dass dieser Zauber nicht funktioniert hat. Ja, ein großer Betrug. Kitty, mach dir keine Sorgen. Es ist auch cool, ein Mensch zu sein. Es gibt einen anderen Weg. Nur rote Lebensmittel essen. Ja, wir haben viele rote Lebensmittel. Super, folgt mir. Gibt es keine roten Bonbons? Ich habe ein rotes Bonbon in meinem Rucksack. Das liegt schon seit 2 Jahren da drin. Willst du es haben? Nein, danke. Wird das funktionieren? Der Apfel ist innen weiß und nur die Schale ist rot, oder? Ich weiß es nicht. Kitty, was hast du da geschrieben? Nichts Besonderes. Nur rote Lebensmittel. Es ist besser, etwas Roteres zu essen. Das hier. Hier. Wer isst Tomate mit Ketchup? Es könnte nicht röter sein, ist das? Wer isst Tomate mit Ketchup? Diejenigen, die zu Vampiren werden wollen. Ja, ist es einfach für Graf Dracula, okay? Essen, essen, essen! Ist es! Ich kann nicht mehr. Es ist nicht mehr viel übrig. Es wird nicht funktionieren. Ist es einfach zu Ende, okay? Okay. Puh, das war's. Ich kann nicht mehr. Nein, so wird das nicht funktionieren, ja? Es ist nicht mehr viel übrig. Okay. Es scheint zu funktionieren. Deine Augen werden rot. Wie geht? Es ist so scharf. Ist noch etwas? Du bist fast fertig. Ja, deine Augen wurden noch röter. Auch die Haut wurde rot. Oh. Oh. Toll. Ich habe gerade einen Ausschlag von diesen Lebensmitteln bekommen. Du bist also nicht zu einem Vampir geworden? Nein. Keine Reißzähne, keine weiße Haut. Ich werde diesen Ausschlag abdecken. Glaubst du, dass sie wirklich ein Vampir werden kann? Natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Das ist aber ein Abenteuer für den Tag. Und wenn sie doch Erfolg hat? Wenn sie ein Vampir wird, dann gehe ich ins Ballett, okay? Das ist noch cooler, als ein Vampir zu sein. Noch ein Weg, der nicht funktioniert hat. Lasst uns zur nächsten Möglichkeit übergehen. Die nächste Möglichkeit ist der Biss eines echten Vampirs. Ein echter Vampir? Und wie willst du das hinkriegen? Man sagt, dass man in den Wäldern außerhalb der Stadt einen Vampir treffen kann, der dort lebt. Ich weiß nicht, vielleicht ist er böse oder sowas. Wir haben keine andere Möglichkeit. Macht euch bereit. Warte, es ist ein heller Tag. Du hast selbst gesagt, dass Vampire kein Licht ertragen können. Aber es gibt Schatten im Wald und man kann sich vor der Sonne verstecken. Sei nicht dumm. Ist nur für den Fall. Auf geht's. Ich kann nicht lange in der Sonne stehen. Du bist nicht mal ein Vampir. Sei nicht oberschlau.
Und wo suchen wir nach diesem Vampir? Ich weiß es nicht. Er wird uns von sich aus finden. Geht, was ist das für ein schreckliches Parfüm? Das ist kein Parfüm, es ist ein Duft, der Vampire anlockt. Wie kann so ein Geruch jemanden anlocken? Vampire sind nicht wie wir. Sie fühlen alles anders. Was ist, wenn mich ein Vampir beißt? Ich will kein Vampir sein. Ganz genau, ich auch nicht. Er soll mir seine Aufmerksamkeit schenken, mach dir keine Sorgen. Bist du sicher? Was, wenn ein bisschen von deinem Parfüm auf mich kommt? Ihr könnt euch einen Schal um den Hals legen, nur für den Fall der Fälle. Was für ein Schal? Es ist heiß draußen, 30 Grad. Entscheidet euch. Entweder euch wird ein bisschen heiß oder ihr werdet ein Vampir. Ich werde mich auf keinen Fall beißen lassen. Hey, Vampir, ich bin hier. Sieh mal, wie lecker mein Hals ist. Lecker. Übrigens, hier wächst auch irgendwo eine verdammte Frucht. Schau! So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn du die isst, verwandelst du dich in einen Vampir. Unter welchem Baum wächst die? Ich weiß es nicht. Seht euch um. Wenn ihr etwas seht, sagt es mir. Okay, lass uns nachsehen. Vielleicht wächst sie ganz oben. Amelie, vergiss es. Glaubst du, dass wir sie nicht finden werden? Natürlich nicht. Die gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wo Kitty solche Märchen gelesen hat. Vampir, komm bitte raus. Alles vergebens. Und? Habt ihr die verdammte Frucht gefunden? Hier ist, was ich gefunden habe. Das ist an dem Baum da drüben gewachsen. Aber Amelie, das ist doch nur ein Apfel. Tut mir leid, es gibt keine anderen Früchte. Leute, lasst uns nach Hause gehen. Sieht so aus, als hätte der Vampir Sommerurlaub. Okay, los geht's. Du wirst kein Vampir sein. Ich gebe noch nicht auf. Es gibt immer noch Wege. Welche Wege? Also, braue einen Trank aus besonderen Kräutern. Welche Art von Kräutern? Sie wachsen im Wald. Los geht's, Leute. Bist du verrückt? Wir waren gerade im Wald. Das ist wichtig für mich. Ich gehe dorthin nicht zurück. Du hättest früher daran denken sollen, okay? Kitty, welche anderen Möglichkeiten gibt es? Ich habe noch etwas anderes. Los geht's. Schau, das ist ein Vampirstein. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Ich habe ihn für viel Geld gekauft. Lass mich raten, im selben Laden, in dem du den Tomatensaft gekauft hast. Ja. Und was sollen wir mit diesem Stein machen? Man muss einen Tropfen seines Blutes darauf tropfen und es im Mondlicht liegen lassen. Es ist so einfach. Aber ich habe Angst vor Blut. Aber wie willst du dann ein Vampir werden? Daran habe ich nicht gedacht. Sollten wir das nicht einfach lassen? Was für ein Vampir hat Angst vor Blut? Du hast wahrscheinlich recht. Außerdem funktioniert's eh nicht. Ein bisschen traurig. Ich weiß, was dich aufmuntern wird. Lass uns Rollschuh laufen gehen. Oh, das wird mich bestimmt aufheitern. Wir gehen uns fertig machen. In diesem Stein steckt definitiv etwas. Er ist ungewöhnlich. Ah, wie scharf. Amelie, bist du dabei? Beim Rollschuhfahren? Ja, natürlich. Dann komm und leg diesen Stein weg, ja? Haben wir ein Pflaster? Ja, schau in den Medizinschrank. Okay, ich komme gleich nach. Am nächsten Tag. Ah, das tut weh. Die Sonne ist heute super hell. Ich bin fast blind geworden. Ich fühle mich seltsam. Wahrscheinlich sind wir gestern zu lange Rollschuh gelaufen. Kitty, hast du heute wieder Vampirfilme gesehen? Nein, die habe ich schon vergessen. Jetzt schaue ich Fernsehsendungen über Ärzte. Oh, großartig. Übrigens, du hast Tränenzecke unter den Augen. Sieht aus, als hättest du Lupus. Kitty, was redest du? Eine Staffel einer Serie macht dich noch nicht zur Ärztin. Guten Morgen, Amelie. Du hast heute sehr lange geschlafen. Ich
Aufstehen, mein Kopf tut weh. Vielleicht hast du eine Gastritis. Nein, mein Bauch tut nicht weh. Beachte sie nicht. Kitty hat ein neues Hobby. Irgendwelche Arztserien. Vampire gehören also der Vergangenheit an? Was für eine Erleichterung. Amelie, willst du etwas frühstücken? Das möchte ich. Es gibt Pfannkuchen und Müsli. Ich will das nicht. Und was willst du? Blut. Sehr lustig. Amelie, geht es dir gut? Doch, mir geht es gut. Ja, du bist aber etwas blass. Ja, du bist blass wie ein Fliegenpilz. Geht ihr und ich komme später nach. Was ist mit mir passiert? Ich wollte Leo so gerne in den Hals beißen. Bin ich ein Vampir? Nein, das ist verrückt. Ich bin wahrscheinlich noch nicht richtig aufgewacht. Also, wo ist mein Panama-Hut? Ich gehe zum Sonnenbaden. Ich will nicht, dass der Sommer zu Ende geht. Ich auch nicht. Mögt ihr den Sommer? Like das Video, wenn ja. Mal sehen, wie viele von uns den Sommer mögen. Oh, wie heiß! Wie liegt ihr denn hier? Hier ist 1 Million Grad heiß. Komm schon, ganz normale Temperaturen. Gestern war es noch heißer. Amelie, komm von dem Schirm weg und leg dich hin. Ich habe keine Lust. Trage die Creme auf und alles wird gut. Okay. Sie verbrennt, bring sie schnell ins Haus. Ich weiß es, wir müssen künstliche Beatmung machen. Und warum? Sie atmet normal. Sie braucht ein MRT. Was? Wir rufen am besten jetzt einen Krankenwagen. Hä? Was ist passiert? Sieht aus, als könntest du die Hitze nicht ertragen. Eigentlich liebe ich die Hitze. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das war seltsam. Es war wie ein Rauch um dich. Ich sollte mich jetzt ausruhen. Amelie, deine Augen sind rot. Ja, das ist nicht so normal. Wir fahren ins Krankenhaus und lassen eine CT-Untersuchung machen. Ja, okay. Aber vergiss jetzt mal deine blöden Arztserien, okay? Amelie, wach auf. Hä? Mit mir stimmt etwas nicht. Wir merken's. Ruh dich etwas aus. Ja, du legst dich hin und wir spielen Brettspiele. Also dein Gesicht, wenn sie dich nach deinen Erfolgen im Leben fragen. Genau das hier. Das ist das beste Meme. Leos Blut muss köstlich sein. Amelie, hast du was gesagt? Nein, nicht. Zieh dir das hier rein, es ist einfach bombastisch. Amelie, was machst du da? Ich muss jetzt gehen. Sie ist irgendwie komisch. Das liegt alles an der Hitze. Was ist mit mir passiert? Ich kann kein Vampir sein. Leo sagt, es sei nur eine Infektion. Ich wasche mir jetzt das Gesicht und alles wird wieder gut. Was ist da? Sieh nach. In der Zwischenzeit werde ich einen Erste-Hilfe-Kasten suchen. Ah, Leo! Leo! Ich habe den Erste-Hilfe-Kasten. Vergiss es, es wird dir nicht helfen. Leute, lass mich raus. Was ist passiert? Amelie, ich mach jetzt auf. Nein, das wirst du nicht. Kitty, kannst du mir sagen, was passiert ist? Amelie. Amelie. Ich wurde ein Vampir. Was, wirklich? Amelie ist jetzt ein Vampir? Ja, glaube ich auch. Es ist wahr. Und wie kommst du darauf? Sie wird nicht im Spiegel reflektiert. Kitty, macht dir die Hitze auch zu schaffen, oder was? Ich sage dir, es ist wahr. Tut mir leid, aber ich glaube das nicht. Erinnere dich an diesen Moment. Sie wollte dir in den Hals beißen. Amelie, bist du da drinne? Ja, Kitty sagt die Wahrheit. Wie wurdest du ein Vampir? Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde ich im Wald gebissen. Kitty, sie muss freigelassen werden. Auf keinen Fall, sie wird uns beißen. Aber das hat sie doch noch nicht. Nein, ich bin dagegen. Wenn du willst, kannst du zu ihr gehen, aber ich lasse sie nicht raus. Und gestern hast du noch davon geträumt, ein Vampir zu werden. Ich habe meine Meinung bereits geändert. Es ist Amelie. Sie wird uns nichts Böses antun, okay? Da bin ich mir nicht sicher. Amelie, bist du nicht mehr nett? Doch, natürlich. Ich bin immer noch dieselbe Amelie. Siehst du, also verschwinde von hier. Amelie, ich habe Knoblauch. Und ich habe keine Angst, ihn zu benutzen. Kitty, beruhig dich. Amelie macht schon genug durch, oder Amelie? Ich fühle mich echt gut. Ausgezeichnet. Wir werden dir helfen, wieder ein Mensch zu werden.
Aber ich will kein Mensch sein. Du wolltest kein Vampir sein. Ich habe meine Meinung geändert. Oder bist du die Einzige, die seine Meinung ändern kann? Auch wenn du weißt, dass es nicht einfach ist, ein Vampir zu sein. Kitty, ein Vampir zu sein ist cool. Amelie, bleib weg. Du wolltest es. Lass mich dich zu einem Vampir machen. Ich habe Knoblauch. Wirf ihn weg. Ich werde ihn nicht tun. Amelie, sie will's nicht. Sie hat's dir gesagt, okay? Leo, willst du ein Vampir werden? Nein. Komm schon, Leo. Du wirst es nicht bereuen. Wenn du nicht aufhörst, dann sperren wir dich wieder im Badezimmer ein. Okay, tut mir leid. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Amelie ein Vampir ist. Wir müssen herausfinden, was wir als nächstes tun werden. Ein Vampir zu sein ist cool. Cool, du kannst jetzt nicht mehr zur Schule gehen, zum Training gehen oder Videos drehen oder sowas. Keine Videos mehr drehen? Ja, wir drehen meistens draußen und du kannst nicht mal in die Sonne gehen. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Wonach suchst du? Haben wir Fleisch? Ich bin so hungrig. Koteletts sind ganz oben drin. Gibt es frisches Fleisch mit Blut? Willst du rohes Fleisch essen? Ja, was ist so schlimm daran? Oh, Hackfleisch. Das war's. Leo, lass uns gehen. Setz dich hin. Nein, das ist nicht gut. Amelie ist mir unheimlich. Ich habe Angst vor ihr. Ich auch. Sie sieht mich so an, als wolle sie mich fressen. Wir müssen sie irgendwie wieder menschlich machen. Und wie wollen wir das machen? Ich habe eine Idee. Halte das. Ich habe es gefunden. Das ist nicht nur einfach Wasser, sondern Wasser aus einer heiligen Quelle. Warum brauchst du heiliges Wasser? Oma hat es mir gegeben und gesagt, dass das heilen kann. Und du glaubst das? Nicht wirklich, aber ich wollte meine Großmutter nicht verärgern. Können wir das auf Amelie schütten, damit sie aufhört, ein Vampir zu sein? Schauen wir es uns an. Schütten wir es in die Flasche. Amelie? Wollt ihr Erdbeeren? Ah, das sind also die Spuren von Erdbeeren. Ja, die sind so lecker. Wollt ihr auch? Bist du nicht durstig? Nicht wirklich, aber du musst es sein. Ja, was war das? Es hat nicht funktioniert. Vielleicht ist es abgelaufen. Ich kann das Blut in euren Adern fließen sehen. Es ist so frisch. Halt dich zurück. Amelie, was sagst du denn da? Leute, ich kann mich nicht beherrschen. Ich möchte euch wirklich beißen. Wir müssen dich wieder in einen Menschen verwandeln. Beeilt euch einfach, solange ich mich noch beherrschen kann. Amelie, wie wurdest du ein Vampir? Ich weiß es nicht. Wir haben gestern eine Menge Rituale durchgeführt. Eines davon hat funktioniert. Aber warum sind Kitty und ich dann keine Vampire? Ich weiß es nicht. Amelie, versuch dich zu erinnern. Wann hat es angefangen? Ich erinnere mich, dass ich Blut will. Ich habe dir gesagt, wir hätten sie nicht rauslassen sollen. Du musst jetzt überlegen, was wir als nächstes tun. Ich komme gleich zu dir. Vielleicht sollten wir lieber abhauen, bevor es zu spät ist. Und Amelie machen lassen? Wenn wir sie nicht aufhalten, wird sie ein anderes Opfer finden, oder? Ich habe keine Idee. Denk nach. Du hast gestern eine Reihe von Möglichkeiten gefunden, ein Vampir zu werden. Jetzt such, wie man ein Mensch werden kann. Leute, ihr müsst gehen und mich ins Haus einsperren. Ich werde bald jemanden beißen. Oh Gott. Haben wir ein Pflaster? Ja, schau in den Medizinschrank. Okay, ich komme gleich nach. Oh. Amelie, was war mit deinem Finger? Gestern habe ich mich an dem Stein geschnitten, den Kitty mitgebracht hat. Ja, das ist der Vampirstein, auf dem jetzt Amelies Blut ist. Aber wenn du es abwischst, wird Amelie dann wieder ein Mensch? Wir müssen es versuchen. Amelie, halt dich mit ganzer Kraft zurück. Du lenkst Amelie ab und ich werde den Stein finden. Okay, aber du hast nicht viel Zeit. Also lass den Knoblauch nicht aus den Händen, hast du verstanden? Ja. Keine Sorge, wir helfen dir. Glaubst du, dass Katzen leckeres Blut haben? Nein, lass unsere Katze in Ruhe. Der Stein war gestern hier. Wo ist er? Leo, kannst du den Knoblauch wegwerfen? Ich fühle mich so schlecht. Tut mir leid, ich kann nicht. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Schau, ich bin die ganz normale Amelie. Okay, dann hast du vielleicht gelernt, dich zu kontrollieren. Ja, natürlich. Du hast mir geglaubt, naiv. Woher hast du so viel Kraft?
Vampirkraft. Kitty, beeil dich! Sieh an, sieh an, sieh an, der Stein. Wo hat er gelegen? Wo habe ich ihn liegen lassen? Puh, endlich. Ah, hier ist ein Blutstropfen. Ich muss ihn dringend abwischen. Kitty, beeil dich! Ich wasche alles ab. Kitty! Ich habe den Stein abgewischt. Ich habe ihn abgewischt. Hat es funktioniert? Es scheint so. Kitty, du hast mich gerettet. Wo bin ich? Bin ich kein Vampir mehr? Keine Sorge, ich habe dich gerettet. Ohne deine Rituale hätte ich gar nicht gerettet werden müssen. Okay, das stimmt. Amelie, erzähl uns. Wie war es, ein Vampir zu sein? Das verrate ich euch erst in der nächsten Folge. Ich bin jetzt müde. Nun, dann verabschieden wir uns. Leute, abonniert den Kanal und liked das Video. Es ist nicht schwer für euch, aber wir wissen das zu schätzen. Auf Wiedersehen an alle. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es gibt noch viele weitere Videos.